Die europäischen Toleranzgespräche 2020, die heuer in der Woche vor Pfingsten vom 27. bis 30. Mai im Denkraum Fresach abgehalten werden, stehen unter dem Titel Exodus – Auszug aus dem Vertrauten. Im Rahmen eines Pressegesprächs, an dem namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Bildung sowie zahlreiche Journalistinnen und Journalisten im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung in Klagenfurt teilnahmen, wurde das diesjährige Motto der europäischen Toleranzgespräche der Öffentlichkeit präsentiert. Und vor allen Dingen haben wir ein Thema, das außergewöhnlich ist. In diesem Jahr sprechen wir über alle Formen des Exodus, dem Auszug aus dem Vertrauten und dem Aufbruch in eine neue Freiheit. Wir leben in unsicheren Zeiten, aber wir müssen sehr stark daran arbeiten, dass wir wieder mehr Vertrauen in die Zukunft gewinnen. Wir haben vorwiegend Autorinnen eingeladen, die sich eben mit interkulturellen Fragestellungen beschäftigen. Mit dem Thema Exodus, glaube ich, sind wir sehr aktuell. Für uns sozusagen die Frage ist, wo ist es für uns wichtig, aus Vertrautem und Gewohntem auszuziehen? Wie können wir zu neuen Freiheiten kommen, indem wir sozusagen die Zukunft auch neu denken? Das ist etwas Avantgardistisches. Das machen uns ja auch die Jugendlichen vor, nämlich Friday for Future zeigt ja auch, dass das eigentlich der Weg sein müsste. Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern nicht nur die Grundkompetenzen und den klassischen Lehrplan beibringen, dass sie lesen, schreiben und rechnen lernen, sondern dass wir sie auch wirklich zu kritischen Denkerinnen und Denkern heranziehen. Aufgrund der hochkarätigen Vortragenden wird die Teilnahme für Lehrkräfte als Bildungsveranstaltung angerechnet. Ich sehe das als eine ganz wesentliche Fortbildung im Bereich der politischen Bildung, aber vielleicht auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich da das sicherstellen, dass die Akzeptanz hoch bleibt, dass wir eben auch unser Handeln stark nachhaltig gestalten können? Es gibt wichtige Gründe, an den diesjährigen Toleranzgesprächen teilzunehmen. Jeder Mensch, aber auch jede Gesellschaft und jede politische Entität kommt irgendwann an einen Punkt, wo es darum geht, wie geht's weiter? Und wir in Fresach präsentieren Lösungen. Es geht nicht nur ums Diskutieren, sondern es geht auch ums Finden von Lösungen. Und solche Lösungen sind interessant, nicht nur für die Bildungsverantwortlichen in diesem Land, sondern auch für die politischen Funktionäre. Exodus – Auszug aus dem Vertrauten. Vom 27. bis 30. Mai im Denkraum Fresach.